Die Menschen, die dir am nächsten stehen, ja, die du wirklich am tiefsten lieb hast, das sind die Menschen, die dir am meisten schaden können. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video heute wahrscheinlich nur. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Coaching Consulting Services und heute geht es um das Thema, warum du auf der Stelle trittst, und es gibt natürlich viele Gründe, warum du nicht weiterkommst im Leben, warum du ja dir immer vornimmst, mehr zu verdienen oder was anderes zu machen oder in den Dingen, die du bereits tust, dich stark weiterzuentwickeln und zwar spürbar weiterzuentwickeln. Ich rede jetzt nicht davon, dass du zu deinem Chef gehst und 100 Euro Gehaltserhöhung im Monat verlangst, ja, alle 12 Monate, davon ist nicht die, weil da ist wahrscheinlich die Inflation schon größer, sondern dass du wirklich spürbar, merkbar dein Leben veränderst, also quasi für dich, natürlich in Schritten, life-changing money. Warum kann ich davon sprechen? Weil ich 2013 an einem Tiefpunkt war. Da hatte ich quasi, war ich quasi verschuldet und alles Mögliche und spielsüchtig und so weiter. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Und dort hatte ich dann wieder sozusagen, da bin ich dann in so eine Telemarketing-Agentur reingeschlittert und dann war mein erstes Gehalt, glaube ich, über eine, und ich war sehr dankbar dafür, für diesen Job damals. Nachdem ich schon alles Mögliche erreicht hatte in meinem Leben, war ich komplett am Tiefpunkt und dann hatte ich 900 Euro netto. Also über Randstad damals habe ich den Job in einer Telemarketing-Agentur bekommen und dort hat man grundsätzlich schon nicht viel bezahlt. Also dort war das Durchschnitts Nettogehalt war das Durchschnittsfixgehalt war 1700 Euro brutto. Ja, und dann gab es noch meist irgendwelche Boni dazu. Also die meisten Leute dort waren aus irgendwelchen Problematiken dort gelandet, ja, und niemand so richtig konnte von dem leben, was man dort verdient hat. Und ich hatte quasi über die Zeitarbeitsfirma, die hat nochmal einiges abgezogen. Das heißt, ich hatte schon kein Geld, war verschuldet. Also von den 900 Euro, ja, die ich dort sozusagen bekommen habe im Monat über diese Zeitarbeitsfirma und so weiter, musste ich mir dann quasi noch einen Vorschuss geben lassen. Es war also wirklich, ja, also für mich persönlich, glaube ich, krasser geht's kaum. Ja, also es gibt natürlich noch krassere Fälle, aber es war schon ziemlich bitter. Nur so ein kleiner Ausflug, warum ich überhaupt davon rede, und ich möchte halt einfach anderen Leuten auch irgendwie weiterhelfen. Ich bin davon überzeugt, es gibt eine Menge da draußen, in denen Talente schlummern, aber sie trotzdem diese nicht nutzen und einfach nicht weiterkommen. Oder vielleicht sogar auch in einem Callcenter sind und einfach von dem, was sie verdienen, nicht leben können. Und ja, und heute verdiene ich gut fünfstellig in der Regel im Monat. Ich meine, natürlich gibt es Ups und Downs und ich bin stetig dabei, mich weiterzuentwickeln, mich weiterzubilden. Aber ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar zu dem, was ich damals verdient habe. Ne? Es gibt Monate, da verdiene ich mehr als 10-mal so viel wie damals. Und klar, jetzt magst du denken, ja, es gibt auch andere, die sind innerhalb von 6 Monaten von 0 auf 10 Millionen oder sowas. Ja, okay, zeig mir die Leute erstmal, wie sie das genau gemacht haben, und dann reden wir drüber, was da genau passiert ist und mit welchen Investoren oder Unterstützungen oder ob das vielleicht ganz nur Lug und Trug ist und so weiter. Ne? Also müssen wir schon genauer hinschauen. Wenn du da was hast, gerne mir in die Kommentare hauen, dann können wir darüber diskutieren. Ja, zurück zum Thema. Es gibt viele Gründe, warum du nicht weiterkommst. Und es gibt auch viele Gründe, warum ich vielleicht nicht weiterkomme auf dem Niveau, wo ich gerade bin. Ja, klar. Aber heute möchte ich in diesem Video nur über ein Thema sprechen, und das ist Ernsthaftigkeit. Und hier wiederum ein kleiner Ausflug, auch wieder von meiner Story. Ich habe das häufig, oder was heißt häufig, auf meine ganze Lebenszeit hin häufig, aber nicht häufig, aber ab und zu habe ich das auch sogar bei meinem Nächsten, also die Leute, ich würde fast sagen, die Person in meinem Leben, die mir am nächsten steht, ist vielleicht mein Vater, würde ich sagen. Und selbst da habe ich das häufig, dass er wahrscheinlich aus Versehen etwas ins Lächerliche zieht. Und das passiert,
automatisch in unserem menschlichen Gehirn, wenn wir irgendwas nicht verstehen können, irgendwas nicht greifen können, irgendwie was nicht verstehen wollen, da irgendwie, sagen wir mal, mal angenommen, als ich gesagt habe, ich wandere jetzt in die USA, ich habe irgendwelche verrückte Ideen, wird erstmal drüber gelacht oder so. Ne? Und warum sage ich das? Die Grundvoraussetzung, irgendwas eine substanzielle Veränderung in deinem Leben herbeizuführen, ist, dass du natürlich eine Vision hast, ein Ziel, irgendwohin, wo du quasi hin willst. Ne? Du hast hier Ist-Situation A und willst zu Soll-Situation B, ne? Von A nach B. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass du das dir irgendwas vorgenommen hast und dahin willst. Und jetzt musst du natürlich auch ernst, dich selber dabei ernst nehmen, dahin auch hinzukommen. Und häufig ist es so, dass in der Situation, wo du dich gerade befindest, in deinem Umfeld, egal wie genau, Freundin, Frau, Familie, egal was, das können auch deine Kinder sein oder sonst irgendwas, ja, dass du schon älter bist, hast Kinder und die nehmen dich nicht ernst. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass du dich selber ernst nimmst, egal was dein aktuelles Umfeld von dir sozusagen, was dir die als Feedback geben. Denn, und hier ist ein Kriterium ganz wichtig zu beachten, sind die Leute, die dir dieses Feedback geben oder die sich, sagen wir, ein bisschen drüber lachen, lächeln oder ins Lächerliche ziehen wollen oder sowas, sind diese Leute bereits dort angelangt, wo deine Soll-Situation definiert ist, also wo du für dich dein Ziel, deine Soll-Situation. Wenn deine Soll-Situation quasi jetzt mal monetär ist, ich will 1 Million Euro im Jahr verdienen, sind diese Leute, die da dich ins Lächerliche gerade ziehen, haben die jemals in ihrem Leben auch nur annähernd 1 Million Euro im Leben verdient? Und ich wette mit dir, um 500 Euro Cash auf die Hand, garantiert nicht. Ja, das ist mal das Erste, was du verstehen musst. Das Zweite ist ganz, ganz wichtig und das ist wirklich elementar zu verstehen in deinem Leben überhaupt. Und viele, viele blicken da nicht durch. Die Menschen, die dir am nächsten stehen, ja, die du wirklich am tiefsten lieb hast, das sind die Menschen, die dir am meisten schaden können. Okay, lass das mal sacken. Ich wiederhole es gerne nochmal. Die Menschen in deinem Leben, die du wirklich vom Herzen lieb hast, ja, sind gleichzeitig die Menschen, die dir am meisten schaden können. Okay? Ob sie das mit Absicht tun oder unbeabsichtigt oder um sich selber zu schützen, alles egal, sei alles dahingestellt. Aber diese Erkenntnis ist essentiell und fundamental, damit du in deinem Leben von dem Niveau, wo du gerade bist, weiterkommst. Okay? Und mit dieser Message möchte ich dieses Video gerne beenden und ich hoffe, dir hat das irgendwie weitergeholfen. Wenn ja, Daumen hoch, teilen, liken, kommentieren, wenn du Bock hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Thomas Klein, Happy Hunting und Mission Millionär. Bis dann, ciao.